Er klingt ein bisschen wie Oliver Bierhoff, sieht, finde ich, auch aus, könnte so ein schwedischer Krimikommissar sein. Herzlich willkommen und guten Morgen nochmal. Guten Morgen, danke. Schön, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können. Willkommen in Hessen. Dankeschön. Wir machen das Kennenlernen so ein bisschen mit einem FFH-Freundebuch. Hattest du doch garantiert früher auch in der Schule, oder? Wo man Sachen eingetragen hat. Ja, ich hatte das, aber ich habe das nicht so konsequent umgesetzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Oh. Ich war auch relativ faul, wenn ich die von anderen Freunden bekommen habe. Oh, da lag das wochenlang bei dir daheim, gell, das Buch. Ich habe sogar eins mal komplett verschlammt. Oh, nein! Habe ich einen relativ starken Shitstorm bekommen in der Klasse, aber es war nicht so mein Faible. Mein Name ist Oliver Markus Krösche. Mein Spitzname ist Kröschi, leider. Oh. Ja. Okay, ich frage jetzt nicht, was der Spitzname von deiner Frau für dich ist. Wäre vielleicht zu privat an dieser Stelle. Ohne das kann ich nicht leben. Ein Klassiker in jedem Freundebuch. Kaffee. Wie viele trinkst du so am Tag? Sehr viele. Also es ist auch gibst zu viel. Gibst du es dir? Zu viele, ja? Zu viele, ja. Eigentlich ja. Also ich, ja, so würde ich sagen 7, 8 Kaffee. Oh ja. Und schon auch stark oder mit einem halben Liter Milch drin? Nee, schon nur ein Schuss Milch. Okay. Das wollte ich als Kind werden. Landwirt? ja, was für eine Richtung gekommen. Landwirt wärst du geworden? Eher so mit Tieren oder vielleicht eher Weizen, Gerste? Immer so, alles was mit Maschinen zu tun hat, also dementsprechend dann Getreide ernten. Der ganze Klassiker. Ne? Meine Lieblingsserie? Ich habe ehrlicherweise sehr viel früher Sex in the City geguckt. Nein! Musstest du oder wolltest du? Nee, ich muss ehrlicherweise sagen, ich wollte es. Ja. Ich hab mir dann sogar die Staffeln auf DVD gekauft und hab sie dann alle mal hintereinander geguckt. ob das jetzt meine Lieblingsserie ist, aber ich hab's gerne geguckt. Ja, hab mit vielen Dingen gerechnet hier heute früh, aber damit jetzt nicht. Ja, aber es ist so die Generation, ich komme genau aus dieser Sex and the City Generation, wo dann die Sex and the City Partys dann waren und die zusammen geguckt wurden, von daher war das damals meine Lieblingsserie. Sehr gut. Wir haben sehr, sehr viel über dich gelernt und freuen uns auf eine hoffentlich erfolgreiche und sehr, sehr coole, spannende Saison mit dir bei der Eintracht. Markus Krösche, Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.